So, da bin ich wieder. Und was ist es gewesen? Natürlich Swiss SMP, eine neue Funktion, wo du die Karte aus am Testen ist. Ist ja klar gewesen. Ja, machen wir doch einfach weiter, hä? Ich schaffe es einfach nicht, alle Sounds auszuschalten. Jetzt habe ich den Skype-Sound ausgeschaltet. Jetzt hat mich jemand im Swiss SMP Forum angeschrieben, wer das erst wird mich jemand im Steam anschreiben. Weil es jetzt einfach nicht schaffe, den Sound auszuschalten, obwohl ich eigentlich den Sound schon längst ausgeschaltet habe. Item. Aber wieder zurück zur Rimworld. Ja, es geht vorwärts. Stomp ernährt sich da von unserem Essen, das wir ihm bereitstellen. Und ich denke, es ist mal Zeit, dass wir uns da mal ein bisschen weiter... Nein, es wäre Zeit für ein... Ah, wir haben immer noch die Eclipse, darum haben wir keinen Strom, hä? Aber wir können ja trotzdem... Aha, die sind hier noch am... holen. Wir können trotzdem mal einen Gang reinhauen. Der Rubber ist schon wieder gut zu Weg und unterwegs am... ja, am Minen. Haben es wieder nicht geschafft. 6% Chance. Die Chance wird immer grösser von Mal zu Mal, wo wir es probieren. Die Gefangene zu überreden, dass sie uns beitreten. Und sonst läuft es doch gut. Aha. Das möchte ich auch nicht haben, weil das nimmt nur Platz weg da. Das ist nicht etwas Interessantes. Fehlt 4% Chance bei der Tail. Komm, Stomp. Tritt doch einfach bei, es bringt nichts. Ich werde dich so lange gefangen halten, bis du unserer Kolonie beitrittst. Wir können natürlich auch noch andere Sachen machen. Wir können Mild Beating, ein Wishes Beating. Oder wir können sie sogar exekutieren. Das wäre dann eben zum Beispiel, du würdest sich auf Furcht auswirken. Und zwar ist das halt einfach so eine Methode, um die Kolonisten dort zu behalten. Also das heisst, du sie ganz stark verängstigen, dann hauen sie nicht ab. Oder ich tue es ihnen, schauen, dass sie glücklich sind, dann hauen sie nicht ab. Aber wenn man halt nichts von dem macht, dann kann es sein, dass sie gar nicht abhauen. Vor allem, wenn sie nichts zu essen bekommen oder wenn sie nur rohes Essen bekommen. Was jetzt zum Glück nicht mehr das Problem ist, weil jetzt der Eclipse vorbei ist. Oh. Schon wieder Raiders. Drollins! Con-Artist. Con-Artists sind, glaube ich, ganz blöd und... Genau, sie können keine Gewalt anwenden. Gut, das ist mir jetzt noch... egal. Bett können wir hier noch verkaufen. Und dann schon mal... ein paar Sleeping Spots machen. Vor allem, wenn wir die anderen rekrutieren könnten. Und sie ist da unten, hä? Mal schauen, dass wir... Könnte man eigentlich da ein paar Sandbags machen. 2, 3. Lass alle reinpassen. Jetzt ist es Nacht. Ist vielleicht noch gut, wenn es Nacht wird, aber ich möchte eigentlich noch, dass das fertig wird. Bau das noch schnell fertig. Nein, alles. Du machst das, du machst das, du machst das. Du machst noch das. Dann ist das Zeug fertig. Dann können wir wieder schlafen. Musst du nicht auch schlafen, nicht, hä? Gut, dann schlafst du halt nicht. Ah, du hast noch Hunger. Gut. Okay, sie greift an. Was hat sie dabei? Pistole und sie probiert. Ignite Wall, also ich probiere die Wand anzuzünden. Gut, dann gehst du bitte da runter. Ja, dann können wir noch kurz ein bisschen warten, bis sie näher ist.
du gehst schon mal da hin. Du gehst da hin, du gehst da hin. Du gehst schon hin. Und da kommt Rollins auch schon. Ah, das ist der Rollins. Sorry. Sieht aber auch wieder ein bisschen weiblich aus. Feuer! Stun. Aber das hält nicht lang an. Okay, sehr gut. Los, nimm sie gefangen. Du kannst wieder gehen, du kannst auch wieder gehen. Die Pistole geben wir auch frei. Hey, das läuft ja gut. Bis jetzt, wenn niemand umgebracht. Aha, genau. Ich würde noch schnell speichern, weil das Game ist mir auch schon gecrashed. Und es wäre schade, wenn es jetzt mit drinnen wird crashen, weil ich das vorherige Folge vergessen zu speichern. Und dann wäre es natürlich blöd, wäre alle ganz Fortschritt weg. Ich muss schnell auf die Uhr schauen, weil ich wollte mir angewöhnen, die Folgen nicht mehr so lang werden zu lassen, wenn ich es mal am Anfang bei Europa Universalis 4 gemacht habe, weil so 20 bis 30 Minuten ist eigentlich optimal für eine Let's Play-Folge, finde ich. Das ist gerade noch so eine angenehme Zeit. Während, wenn es länger oder kürzer ist. Oh, genau, Scheiße! Eben, das ist das Aufzeichen. Zum Glück habe ich das noch gesehen, weil er ist huere hungrig und wäre jetzt gleich mal. Wäre gleich mal unter den Strich gefallen und das wäre nicht gut gewesen. Gut, zum Glück habe ich das noch geschafft. Die Rollins. Möchten wir auch rekrutieren, obwohl sie ja nicht so gut ist. So Con-Artists halt, eben können nicht kämpfen. Aber so sei es halt. Jetzt würde ich gerne ein paar Leute dazu holen, damit ich mal ein mehr Leute habe, damit ich ein mehr produzieren kann, ein mehr machen auf einmal. Aber ich kann ja schon mal anfangen mit. Da wird die Schlafsaal sein. Soll da rauf. Könnte es eigentlich dann hier von da auch noch einen Zugang machen. Ich fände es wirklich schön, wenn ihr mal würdet uns beitreten. Aber ich habe leider niemanden, der wirklich gut geworden ist. Das ist das Problem. Ich kann euch auch einfach sagen, ihr könnt noch mit denen reden, wenn ihr wollt. Moment, 1600 Metall, das genügt jetzt mal vorerst. Locker. Und zwar machen wir die Zimmer müssen relativ gross sein, weil sonst beschweren sie sich, dass ihr Zimmer zu klein ist. Aber ich weiß jetzt nicht, wie gross das muss sein. Also machen wir es jetzt auch mal 4 auf. 3. Einfach mal 3. Wenn wir mehr dazu kommen, können wir ja noch mehr bauen. Und ein neuer Traveler kommt vorbei. Zum Glück haben wir noch einen Platz da oben. Im Gefängnis. Aber da wird noch ein paar rein. Big Red Inventor. Kannst du Research, Social, Crafting, bringt eigentlich alles nicht so viel. Ja, Construction 10! Die wenn wir. Orion! Hopp! Gegen den Big Red festnehmen. Gut! Verdammt, ich habe eben niemand Gutes, wo gut ist als Warden, also als Gefängnisaufseher. Und jetzt bevor ich es wieder vergesse, möchte ich da. Geh mal weg. Da Ryan wieder abwählen. Normalerweise geht es ein bisschen schneller, um so Leute zu rekrutieren. Da geht es halt wirklich nicht
Nicht so schnell. So. Und jetzt können wir da. Ich glaube, wir bauen noch ein zweites Solarpanel. Oder einfach ein geothermisches Kraftwerk. Ich glaube, wir bauen einfach ein geothermisches Kraftwerk. Du das da wieder verkaufen. Nimm noch einen Schluck Kaffee, während die am Schlafen sind. Langsam habe ich mehr gefangen als Kolonisten. Das ist einfach Power Conduit, das ist einfach Stromkabel halt sozusagen. Da muss natürlich auch da durch. Konstruierst, sehr gut. Da könnten wir eigentlich den Bereich auch noch raus minören. Ah, übrigens, wenn ein Bereich zu gross wird, ein Innenbereich, dann fällt die Wand ein, Decke ein. Das ist auch noch cool gemacht. Also man kann nicht einfach ein riesengroße Areal frei machen, sondern es muss halt immer es muss mindestens irgendwo eine Wand in der Nähe sein. Also ich denke, wenn ich das würde, ich hier rauf machen, dann würde ich erst den mittleren Teil zusammenbrechen. Was machst du da? Boomrad. Ich glaube, Boomrads explodieren, wenn sie sterben. Darum auch Boomrad. Das Essen sieht gut aus soweit. Wobei wir haben momentan nichts im Hopper drin. Aber eigentlich sieht es ja nicht schlecht aus. Jo, da unten müsste es mal füllen. Das wäre noch cool. Wenn das mal gefüllt wird werden, weil dann haben wir Nutrient Paste und das gilt nicht mehr als rohes Essen, sondern als richtiges Essen. Also momentan geht es halt nichts anderes als Nutrient Paste, aber wie man sieht, durch das Cooking Skill wird es natürlich später noch verschiedene Nahrungsmittel geben zum selber herstellen und das wird sich dann vermutlich auch wieder auf. Entschuldigung, auf Charaktere auswirken. Ich glaube, ich mache noch etwa 5 bis 10 Minuten. Vielleicht passiert ja noch etwas Cooles. Ah, das habe ich gemeint. Das habe ich jetzt erst gelesen, dass es hätte rekrutieren können, aber es ist doch nicht so. Dann machen wir. Tür. Bett. Na, Licht. Jo. Ist doch schon mal gut. Jetzt kann ich es nämlich jemandem zuweisen. Jetzt kommt das Rubber. Oh, was? Was brauchst du? Oh, die Loyalität ist jetzt drunter. Huiuiui, da muss ich aufpassen. Dann kann ich mal etwas essen, das wäre cool. Nein, mach du nicht da hinten. Die da, lass jetzt einfach mal in Ruhe. Oh, er hat einen Mental Breakdown gehabt. Nicht gut. Gar nicht gut. Melee Attack. Also er greift jetzt halt einfach wahllos Sachen an. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist auch eine Versendung. Weil mit 3 Leuten... Oh, da wird schwer. Vor allem, falls wir es nicht schaffen, ihn noch zu killen. Falls wir ihn killen. Und es nicht schaffen, ihn festzunehmen. Komm, verprügelt ihn. Yes. Capture was? Und zwar ist das jetzt passiert, weil wir so ein grusiges Environment dahinter haben. Und ich glaube da... Smooth Stone. Ja, das kann ich davor nicht machen. Okay.
und da fällt mir ein. Wir müssen noch unsere Home Region deklarieren. Und zwar ist das der Bereich, wo sie auch gehen, aktiv Feuer löschen, falls etwas passiert. Jetzt machen wir es so. Weil das Feuer breitet sich dann nach und nach aus. Oh, Scheiße, da oben auch. Hoffe, die wachen bald auf. Sonst wäre es nämlich nicht gut. Ja, ist es Feuer! Nein! Firefight! Firefight! Los! Ah, genau. Und der Was können wir ja auch noch probieren zu überreden, aber ich glaube, es ist vorbei. Will ich meinen. Mit zwei Leuten. Hm. Vielleicht noch jemanden können überreden davon, uns beizutreten. Dann können wir auch probieren zu überreden. Aber es ist unwahrscheinlich. Oh, und Mysterious Blight has destroyed your crops. Das heisst, wir müssen wieder alles neu anpflanzen. Oh, fuck. Gar nicht gut. Und das Solar Flare hat angefangen, das heisst, alle elektronischen Geräte sind nicht mehr brauchbar. Orion soll auch da schlafen. Ich glaube, es ist trotzdem immer noch, auch wenn es ein grusiges Environment ist, haben sie es glaube ich immer noch lieber als hier auf dem Boden zu schlafen. Oh, eine neue Nacht. Nein, die haben wir schon gehabt. Jetzt kommt eine neue Nachricht. Oh, Scheiße. Zwei Raiders. Granaten und Pistolen. Oh, das sieht nicht gut aus. Außer wir schaffen es jetzt noch irgendjemanden zu überzeugen, auf unserer Seite beizutreten. Aha. Was ist das Tail? Tail? Ah, Tail ist unten. Was ist denn da? Rubber. Wer hat den besseren Skill? Shooting 1, Shooting 3. Nein. Equip. Komm, den einen überzeugen. Irgendjemand wird doch sicher noch beitreten und uns helfen gegen die Raiders. Komm. Nicht. Ah, sie greifen da. Sie gehen vermutlich wieder hier oben durch. Das heisst, du gehst da. Du gehst da. Man möchte eigentlich den Grenadiero zuerst erledigen. Was machst du? Walking. Und noch ein bisschen weg. Die Granate. Oh, der Orion wird. Orion wird von der Seite angegriffen. Gar nicht gut. Sie treffen natürlich nicht, weil sie mega schlecht sind im Schießen. Ja, einisch. Und weg. Tschüss! Yes! Jetzt ist nur noch der Victor übrig.
schlussendlich. Schön flankiert. Vielleicht schaffen wir ihn ja noch. Yes! Fragrant freigeben. Zwei Korps freigeben. Ihr könnt wieder machen, was ihr wollt. Jetzt nicht gedacht, dass wir das noch überleben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist ja gut. Ist ja gut. Jetzt müssen wir nur noch jemanden überzeugen können, dass er uns beitritt. Dann wäre das super. Super cool. Komm mal rein. Mach mal etwas. Wo ist da rein? Ah, da. Die Rubber ist fully healed. Richten wir nur, wie gesagt, mal irgendetwas Neues, wo uns hilft. Das wäre ganz toll. Die haben natürlich alle verdammt Hunger da. Und dann können wir momentan nicht viel machen, als schauen, dass wir Nahrung haben und dass Gefangene Nahrung haben, dass vielleicht auch jemand uns mal beitritt. Komm, du bist überzeugt, Stomp kommt doch sicher mal zu uns. Komm, red mit dem Stomp. Nicht. Schade. Was machst du? Growing, du machst Mining, dann machst du jetzt hauptsächlich. Du musst mit den Leuten reden. Und wie sieht es da aus? Oh, die sind fast kaputt. Du brauchst keinen Schlaf. Dann kannst du gar reparieren. Und das auch noch. Wieso haben wir keinen Strom mehr, wenn das kaputt geht? Also zumindest du einen. Und uns überzeugen. Komm, Stump will doch sicher bei uns beitreten. Komm, Stump, komm. Nein. Nur noch 5% Chance. Ach Gott. Das ist gut schön. Das geht auch nicht. Langsam das Gefühl, ich könnte auch gerade aufgeben, neu anfangen. Aber wir werden sicher irgendwelche Raiders da kommen. Die Raiders werden ja immer stärker, immer mehr. Das heisst, vermutlich das nächste oder übernächste Mal wird es dann nicht mehr so lustiger sein. Aber vielleicht schaffe ich es ja, jemanden auf meine Seite zu ziehen. Das wäre doch super. Dann haben wir hier noch einen Brand. Aber ja, Item, wenn ich einen würde schaffen, überzuziehen, dann wäre es schon mal. Wäre schon mal nicht schlecht. Könnte es wieder gut werden. Squirrel Gone Mad greift meine Gefangener an. Gut. Oh, Stomp, Rollins, was? Irgendjemand von euch will doch sicher. Nicht, du auch nicht, du auch nicht. Yes! Stomp ist. Der Stomp ist beitreten. Also du, Firefighting 1, Doctoring 1. Du hast einen sehr guten Warden-Skill, das heisst, ihr zwei sind nicht mehr zuständig für Warden. Cooking ist egal. Plant Cutting kannst du auch noch machen. Das sind die nämlich entbunden für den Dienst. Researching natürlich. Und du kannst dann auch gerade noch ein bisschen. Du kannst auch reparieren, wenn es etwas zu reparieren gibt. Ja, ist doch super. Dann haben wir jetzt Stomp. Dann haben wir Orion und Orion und Rubber und der Stomp.
und noch vier weitere Gefangene, die vielleicht früher. Oder. Aha. Friendly Chat. Das kommt dann natürlich nicht zu uns. Wo uns vielleicht irgendwann beitreten. Zum Beispiel. Rollins ist schon von der Loyalität her ziemlich hoch. Also die wird sicher auch bald mal kommen. Tail könnte auch bald mal beitreten. Der Fass eher nicht so schnell. Und Big Red noch weniger schnell. Aber. Ich hatte schon ein bisschen Angst, also mit zwei wäre es jetzt wirklich erstens ein bisschen langweilig geworden, zweitens hätten wir auch den nächsten Raider-Angriff auch nicht mehr überlebt. Apropos, was hast du eigentlich? Shooting 3, du bist jetzt auch nicht unbedingt so super in Shooting, aber du kannst jetzt da schnell eine Pistole equippen. Gut. Und ja, ich glaube, das ist ein guter Abschluss da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.